Diese seltsame Puppe zu verbrennen, hat wohl nichts gebracht. Ja, es war ja nur eine Puppe, ne? Sind wir hier sicher? Gibt es andere Eingänge? Hab nicht nachgesehen, tut mir leid. Ich kann nicht fassen, dass Angela fort ist. Sowas passiert mir nicht nochmal. Dieses Ding ist noch da. Da drüben! Wir müssen ihr folgen. Wer sie auch ist, sie hat mit all dem zu tun, was hier passiert ist. Und falls ja, was dann? Wenn wir sie stoppen, könnte das unsere Pendants vor Schlimmeren bewahren. Okay. Bewacht die Tür, falls das Ding zurückkommt. Okay. Ja, genau. Das meinte ich ja. Ne, das genau. Also ich weiß nicht, ob ihr die Filme von die Filme Final Destination kennt. Da gibt's ja auch immer einen, der in jedem Teil vorkommt, der auch immer so eine kleine beratende Rolle spielt, immer so kleine Tipps und Hinweise gibt. Kleine? Na, aber bist du da? Eigentlich ist er halt ja eigentlich der Tod, ne? No. Aber wenn wir entscheiden müssen, ob wir das kleine Gott, ob wir das kleine Kind töten oder so, also ich würde das nicht machen. Weil wenn wir das kleine Mädchen töten, sind wir ja genauso schlimm wie der Priester, ne? Dementsprechend glaube ich auch eher, dass wir sie, ja, schützen, wenn wir es können. Oder wie denkt ihr darüber? Doch deine Bestrafung wird erfolgen für unser Heil und Schutz. Verschont ihn. Ja. Ich bitte euch. So schwer es ist, Kind. Eines Tages wirst du es verstehen und mir danken. Geh fort von hier, Mary. Dein Flehen ist vergebens. Du sollst nicht Zeugin meiner Qualen werden. Wer soll mein Hüter sein, wenn du fort bist? Judge Wyman erwählte Abraham. Er wird dein Hüter sein. Eine Entscheidung, die nicht jeder hier gutheißt. Der jüngste Tag wird kommen über alle. Sprich dein Gebet. Nein! Nein! Sieh, Kind! Sieh, wen ich verschonen sollte! Sieh, er ist nicht mehr von dieser Welt! Verlorene Seele, der Teufel verleiht dir diese Kraft! Muss bestimmt tippeln. Okay. 1:1 wie der Tod im Vorspann, sage ich mal, ne? Also da ist er auch vom Dach gefallen und genauso gelandet. Falls euch fragt, dieses Flackern, was auch gerade eben war, das sind die Ladebildschirme. Die sind bei der PS5, die sind so extrem kurz, das ist echt Wahnsinn. Konnte nichts tun. Einfühlsam, nee, wir sind einfühlsam. Tut mir leid, dass du das sehen musstest. Mich hat es auch fertig gemacht. Hexenprozesse? Was stimmt nicht mit denen? Sie hätten ihn nicht töten müssen. Tut mir leid, das ist so kaputt. Das Muster ist klar. Angela wird nach der Hinrichtung ihres Pendants getötet. Und jetzt hätte es Taylor gerade fast erwischt. Ja, das wäre natürlich cool, ne? Stirbt dein Pendant. Und dann du. Wie ungemein tröstlich. Vielen Dank auch. Ist es nicht besser zu wissen, was passiert? Also ich denke aber auch, dass wir dann später irgendwie beim Priester eingreifen müssen. Das hat uns verfolgt! Los!
Ja, und jetzt trennen sich alle. Was machen wir denn oder? Jetzt? Geht doch nicht. Da draußen. Hört. Es ist draußen. Noch. Was, wenn es beschließt, hier reinzukommen? Vielleicht sind wir hier in der Kirche sicherer. Warum? Das ist geweihter Boden. Eine Kirche, das mögen Monster ach nicht. Ach so? Also haben wir es jetzt mit Vampiren zu tun? Immerhin ist das hier ein festes Gebäude. Er hat recht. Drin sind wir sicherer. Wir bleiben hier. Panisch. Also ich wäre jetzt panisch, aber ich glaube, das Vernünftige ist, wenn wir ängstlich sind und ihm zustimmen. Ich schätze, hier zu bleiben macht schon Sinn, oder? Denkst du, das ist am besten? Wir haben keine andere Wahl. Wir bleiben. Wir sollten weg, solange es noch geht. Das hier ist eine Falle. Keiner von uns stimmt dir zu. Laut Mehrheitsbeschluss bleiben wir hier drin. Wir dürfen uns nicht wieder trennen. Nicht nach der Sache mit Angela. Gut, okay. Aber wohl ist mir dabei nicht. Aber ich glaube, wir kommen noch an den Punkt, wo wir uns alle trennen und wo jeder einzeln wieder sein Schicksal entkommen muss, ne? Das ist ja bei, ich glaube, allen Spielen so. Also ich habe jetzt drei Spiele insgesamt. Ne, Quatsch, das ist das vierte. Das ist. Oder wartet mal. Das sind mehrere. Nee, ich glaube. Nee, das dritte Spiel ist, was ich spiele. Und ich glaube, es war bei allen so. Pastoren von Little Hope. Unleserlich 58 bis 77, 77 bis 88, 88 bis 92. John Fenn 1693 bis 1725. Okay. Namen ausgekratzt 68 bis 73. Okay. Nichts Ungewöhnliches. Oder doch, das war ja ganz schön der Verschleiß eigentlich, ne? Oh. Er schreckt mich auch wegen den Kram, ne? Oh, fuck. Scheiße! Alter. Scheiße! Oh. Also wisst ihr, was, glaube ich, extrem krass wäre? Wenn man da... Oh. Fortgeben. Konzentration. Stellen, fliehen. Fliehen, ne? Fliehen. Ach, nein, ah, Mensch! Immer wenn es mit Dreieck dann wechselt. Ah! Scheiße. Scheiße, fuck, scheiße. Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht fluchen. Nein! Nein! Ach. Oh Mensch. Oh, okay. Das war krass. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Boah. Ja. Ja, denke ich auch. Das denke ich auch. Aber die Frau hat er bis jetzt überlebt. Sie. Bis jetzt. Ich hoffe, es bleibt auch so. Bist du das? Ich kann
Nach rechts gehen oder nach links? Also bei rechts oder links würde ich natürlich immer links wählen, logischerweise. Bist du das? Ich bin hier drüben. Nein. Oh, sie hat das Messer, sie hat das Messer. Sie hat das Messer. Ja. Los! Los! Nein, los, 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 los! Ich hab doch gemacht, Mensch! Okay, Bonusinhalt freigeschaltet. Oh, sehr cool. Wir sind noch nicht außer Gefahr. Ja, aber guck, es war gut, dass sie das Messer gekriegt hat. Ich muss mich kurz ausholen. Mein Herz rast. Ich muss mich fangen. Ja, nicht nur dein Herz rast, meins auch. Sag mir, was mit Daniel passiert ist. Ich hätte mehr tun sollen. Es tut mir so leid. Ja. Zwei sind tot. Erst Angela und jetzt Daniel. Das ist meine Schuld. Um ehrlich zu sein, ist es meine Schuld, aber... Nett, dass du die Schuld auf dich nimmst. Musste er leiden? Sag, es ging schnell. Es ging echt schnell. Er hat bestimmt nichts gefühlt. Lasst uns hier ausruhen. Abseits der Straße, außer Sicht. Nichts verfolgt uns. Klar. Aber nur kurz. Aber naja, drei leben noch, Leute. Ich habe ja gesagt, wir kommen mit drei durch, also jetzt darf keiner mehr sterben, ne? Respekt. Schön wär's. Nach allem, was hier abging, kann ich kein Auge zutun. Dabei bin ich total fertig. Ja. Eine Idee, wie wir von hier wegkommen? Ich bin auch fertig. wir müssen das Mädchen stoppen, wir sitzen fest. Nein, also das Mädchen stoppen der nicht. Nebel das umgibt uns, wir kommen nicht durch. Das macht uns ja zum selben Monster wie der Priester. Wir müssen doch was tun. Wir müssen rausfinden, wo der Nebel herkommt. Ich glaube, Mary ist der Schlüssel zu einem Weg hier raus. Vielleicht hilft's, wenn wir Mary aufhalten, klar. Aber was ist mit dem anderen Kind, das immer vor uns wegläuft? Mary und sie verbindet irgendetwas, ganz sicher. Vielleicht will das andere Mädchen uns wohin führen. Wohin? Weiß nicht. Vielleicht aber auch vielleicht nicht. Können wir irgendwo helfen? Fühlt sich alles außer Kontrolle geraten. Ich glaube nicht, dass wir noch irgendwas tun können. Mary ist der Schlüssel zu allem. Den Verhandlungen, den Hinrichtungen... Klar, aber wie sollen wir sie stoppen? Vielleicht ist sie ja nicht mal echt. Ich sehe keinen Ausweg. Nicht mehr. Nachdrücklich, Mary ist böse, rebellische müssen es versuchen. Was bleibt uns sonst? Das schulden wir uns. Und den anderen. Mary ist der Schlüssel. Ganz sicher. Wenn er sagt... So einfach ist das nicht. Wie gesagt, sie ist nur ein Kind, das ist... Hör mir zu. Wenn wir sie sehen, stoppen wir sie um jeden Preis. Nee. Okay. Pause vorbei. Wir können nicht länger bleiben. Hey, wir also sind damit sicher, bin ich nicht d'accord, was er sagt. Nicht schlauer zu bleiben? Wir finden Mary nicht, wenn wir rumsitzen. Wir müssen los und sie suchen. Weiß nicht, ob's schlau ist, Mary zu suchen, aber wir sollten zusammenbleiben.
Aber zusammenbleiben ist wirklich, glaube ich, ein ganz guter Punkt. Besser das eigene Selbst besiegen, als 1000 Schlachten gewinnen. Dann ist der Sieg dein. Er wird dir nicht genommen. Nicht von Engeln oder Dämonen. Himmel oder Hölle. Vielleicht wird ihnen ja langsam etwas klar. Dass die Dinge und die Menschen nicht ganz das sind, was sie zu sein scheinen. Cooler Kartentrick. 3 Hinrichtungen, 3 gequälte Wesen und 2 verlorene Seelen. Schon eine Idee, was noch auf sie wartet? Versteckt im Nebel. Noch mehr Hinrichtungen? Was da kommt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. So. Sieht steil aus. Ja. Bitte auf dem Weg bleiben. Wir folgen besser dem Pfad. Okay. Sind die jetzt schon weitergegangen? Ey, Leute. Das ist nicht witzig. Nur eine Idee, aber... Vielleicht müssen wir ja unsere Pendants retten, um uns selbst zu retten. Also wo seid ihr? Ich wurde erst nach dem Tod meines Doubles gejagt. Historische Restauration. Gefährlich und instabil, Gebiet nicht sicher, okay? Okay, was? Noch eine Postkarte, sehr cool. Okay. Oh. Ich sehe gerade, der Batteriezustand ist schwach. Eine Sekunde, ich muss nur einmal kurz auf Pause machen. Ich muss einmal ein Ladekabel holen. Das dauert... Ach nee, Quatsch. Ah, nee, wartet mal. Ich brauche es nicht holen. Wartet, ich muss es mal einmal anschließen. Eine Sekunde. So. Gleich haben wir es. Tada. So, jetzt kann es weitergehen. Ja, bisch weg. Marys Grab. Dies ist vermutlich die letzte Ruhestätte. Wie und warum sie starb. Dies ist vermutlich die letzte Ruhestätte von Mary Milton. Mary war die Quelle vieler Anschuldigungen gegen angebliche Hexerei. Pastor Carver nahm sie unter ihre Fittiche. Wobei er sie lehrte und mit ihr betete, bevor sie gegen mehrere Bewohner der Stadt aussagte. Viele Bewohner wendeten sich aufgrund ihrer kontroversen Rolle in den Hexenprozess von ihr ab. Ihre sterblichen Überreste wurden am Stadtrand begraben. Ja, nee, wie gesagt, Stress habe ich nicht, nein. Der Stress ist wirklich auf Arbeit geblieben. Am Wochenende heißt es alles stressfrei und es recht nach dem letzten stressigen Wochenende. Also, es war zwar stressig, aber es war geil. Also... Ach da. Okay. Also ich, auch nächstes Jahr werde ich definitiv wieder zu Gamescom fahren. Und, ich kann euch das nur empfehlen. Ne, also das war wirklich echt cool. Da hat man echt viel gesehen. Es leuchtet da. Irgendwie schön. Oder? Dachte nicht, dass es hier was Schönes gibt. Okay, damit habe ich diesmal gerechnet. Nein, nicht möglich. Es muss ein Irrtum sein. Vergib mir diese späte Störung. Ich muss dich sprechen. Was quält dich, mein Freund? Es ist Mary.
Ich sorge mich um ihre Rolle in den Prozessen. Ich sorge mich um ihr kleines Lamm. Das ist nicht alles. Ich sah sie lächeln, als ihre eigene Schwester starb. Sie genoss es. Bist du sicher? Ja, nee, das scheint auch wirklich was mit ihr zu stimmen. Also ich bin auch hin und her gerissen irgendwie. Von Schuld und Reue. Und dies so glaubwürdig. Halte dich von ihr fern. Dieses Mädchen bringt nur Unheil. Zu spät. Ihre Geschwister sind tot. Und so lebt Mary denn nun bei mir. Na, also sie haben... Großmut bringt dich in große Gefahr. Sie haben die Story wirklich spannend gemacht. Also das ist... Man ist permanent nur am Rotieren im Kopf. Dass der Tod ihrer Schwester sie erfreute. Ich bitte dich. Ich zaudere. Mary scheint zu bereuen. Du musst aussagen, sonst stürzt du unsere Gemeinde ins Unglück. Niemand ist sicher vor ihren Hirngespinsten. Nun denn. Wenn man mich anhört, spreche ich. Ich bin verhext. Du bist nicht verhext. Wie könntet ihr sonst vor mir stehen? Das musst du mir einfach glauben. Sie beschwor euch als Verbündeten, mein Schweigen zu erzwingen. Nur der Teufel könnte einen Dämonen schaffen, der mir gleicht. Ich bin kein Dämon. Aber wir sehen wirklich gleich aus. Und ja, das ist voll krass. Was wollt ihr von mir? Was willst du vor Gericht aussagen? Über Mary. Ich wollte dort Zeugnis ablegen. Doch jetzt zweifle ich. Sag aus, was Mary getan hat. Hör auf deinen Freund. Ihr seid ein Trugbild des Teufels. Ich darf nicht wanken. Little Hope ist nicht mehr die Stadt von einst. Seltsame, verstörende Vorkommnisse gibt es nun zuhauf. Ihr, was immer ihr seid, seid nur eins davon. Die Entlarvung Marys mag meinen Freund retten, doch es ist eine schwere Last, durch diese Tat ein Kind zu verdammen. Ja, das stimmt, das kann sein. Sagen Sie sie aus, der Pastor ist böse. Nee, sachlich. Ein Kind anklagen ist falsch. Der Priester ist der wahre Übeltäter. Ist das dein Ernst? Sie ist es, die wir stoppen müssen und sonst niemand. Reverend Carver ist ein Mann Gottes. Ganz ohne Zweifel. Ja, aber wie viele wurden im Namen Gottes schon getötet, ne? Wie konntest du bloß dieses Mädchen verteidigen? Das könnte unser aller Todesurteil sein. Also, kleiner Fakt nebenbei. Ich glaube auch, also ich habe es nicht selbst gelesen, aber ich habe mal einen Artikel gelesen. Da stand drin, wenn man das vergleicht, laut Bibel hat Gott, nee Quatsch, laut Bibel hat der Teufel 6 Personen getötet. Und Gott mehrere tausend. Da frage ich mich, wer ist denn da der Böse, wenn man es so im Vergleich zieht, ne? Ich weiß nicht mehr, was richtig oder falsch ist. Nichts macht mehr Sinn. Mary ist kein normales Kind. Wir müssen sie stoppen, um uns selbst zu retten. Ja, genau, das denke ich auch. Vielleicht sehen wir ihn wieder. Könnten ihn umstimmen. Ich tat das Richtige. Ohne Zweifel. Wir sehen Zeug, das hier vor Hunderten von Jahren geschehen ist. Es überrascht mich selbst, aber ich fühle mich mit ihnen verbunden. Fuck this town and fuck that stupid ass crash for dumping me here. Okay, das kam plötzlich. Ja, geschafft. Ah, fuck. Nein. Taylor, wo bist du? Bewegung folgen. Halt durch! Halt durch! Hoffe ich doch. Nein! Nein! Taylor! Nein, ich hätte den Geräuschen folgen sollen. Professor!
Doch, ich hab dich! Warte, doch. Okay, war richtig, war richtig. War richtig. Hilf mir! Ich bitte dich! Ich hab dich! Das Biest kriegt dich nicht! Alles gut, noch ganz. Was zum Teufel war das denn? Verschwinden wir hier. Boah. Okay. Das war nochmal knapp, glaube ich, ne? Seht doch mal da. Das führt uns aus diesem Wald raus. Wir können unterwegs reden. 4.28 Uhr, also sollte es bald wieder hell werden. Ist das Spiel denn so schnell durch? Also beim anderen Spiel haben wir länger, da haben wir, oh, ich glaube, 7 Stunden gebraucht. Okay. Na. Orientierungsstörung hier. So, genau von da kamen wir. Hier lang müssen wir. Nee. Okay. Aber wir kamen doch von hier gerade. Da? Ach so, ja, okay. Ja, ich bin nachtblind. Was auch immer das Ding war, es ist weg. Was ist da passiert? Ja, nee, ist ein Baum, das hatten wir eben schon angesehen. Es war einfach diese Schnitzerei, all dieses Reingeritze. Oder nicht. Wir schweben noch in Gefahr. Hm. Wir müssen doch was tun können. Mary steckt hinter all dem hier, da bin ich mir sicher. Wir wissen nicht sicher, ob es uns hilft, Mary aufzuhalten. Nur eine Theorie. Es dachte ja auch jemand, dass es uns hilft, Marys Puppe zu verbrennen. Und sind wir sie los? Hm. Nachtrag provokant. Naja, dann eher provokant. Mag nur eine Theorie sein, aber was bleibt uns sonst übrig? Na los, sehen wir uns um. Ich habe ein Déjà-vu. Ja, ich auch. Ich kenne diesen Ort. Oh, noch eine Vision. Oh. Da wird jemand ordentlich in den Schwitzkasten genommen. Ah, da war noch was. Achso, nee, es hat nur so geleuchtet, okay. Bürgermeister begrüßt Grundstücksverkauf. Besorgnis über weitere Proteste wegen Fabrikschließung. Ja, kann ich verstehen. Stimmt für Carver als Bürgermeister. 666 für Wohlstand in der Zukunft. Samuel Carver. Okay. Geht ja langsam die Treppen hoch. Also eilig hat er es nicht, ne? Hier kommen wir rein! Hey! Der Typ ist gefährlich. Was geht ab? Er denkt schon mal nicht. Ernst der Lage nicht. Ja, das stimmt. Rein da!
Tja, hier drin war schon lang keiner mehr. Boah. Nun muss ich wohl vor dem Richter sprechen. Vielleicht kommen wir ja jetzt endlich weiter. Ach, mir graut davor. Ob sie meinem Zeugnis wohl Glauben schenken werden? Viele sind vom Teufel verblendet und sehen die Wahrheit nicht. Daraus erwächst nichts Gutes. Seine Worte werden die Wahrheit verdrehen. Lasst mich urteilen, was wahr ist. Abraham und Joseph sind Teil des Schwindels. Vergesst nicht, ihr habt Joseph erst gestern zum Tode verdammt. Oder bereut ihr diese Entscheidung? Keins der heute abgelegten Zeugnisse stimmt mich um. Joseph war mit derselben dunklen Macht im Bunde wie sein Weib. Das Gericht dankt Reverend Carver, der dem Teufel widerstand, um den Beweis zu liefern. Ich tat nur meine Pflicht. Doch das Gericht steht in der Pflicht, die Wahrheit zu ergründen. Daher müssen wir auch vernehmen, was Abraham Mary zur Last legt. Hört mich dennoch an, Judge Wyman. Die Zeit drängt, Reverend. Fasst euch kurz. Mary hat Tapferkeit bewiesen, als sie das Böse anklagte. Nicht jeder besitzt solchen Mut. Doch zum Dank für die Enttarnung der Hexen in unserer Mitte wird sie verunglimpft. Ihr Mut steht außer Frage. Doch ihre Absichten müssen wir gewahren. Eben jenem Mann, der sie anklagt, ist das unschuldige Kind anvertraut. Er ist einer solchen Aufgabe nicht gewachsen. Das Gericht sollte eine neue Bleibe für Mary finden. Wer soll ihr neuer Vormund sein, Reverend? Ich bin bereit, mich des Kindes anzunehmen. Wenn ihr zustimmt. Zunächst muss das Gericht entscheiden. Ja, erst dann. Der Kirche ein Kind anvertrauen? Nein, danke. Abraham? Was soll ich nur tun? Manche wollen Mary verdammt sehen. Doch ist ein Kind wirklich solch böser Taten fähig? Einfühlsam. Ich verstehe dein Dilemma. Die Situation könnte ernster nicht sein und Mary ist noch so jung. Sag dem Gericht, was dich hergebracht hat. Sprich, Junge. Heraus damit! Mary sprach von bösen Geistern. Teufelszeug, Hexerei. Viele glauben nicht, dass solches in Little Hope obwaltet. Erspar uns die eitle Rede und den Tratsch. Komm zum Punkt, Junge. Mary leidet sehr. Die Erscheinungen, die sie sah, sie quälen sie, nahmen ihr die Unschuld. Manche sagen, sie sei mit dem Teufel im Bunde, doch niemand ist sicher. Ich am wenigsten. Was wissen wir schon von einer Kinderseele? Du sprichst mir das Vermögen ab, die Wahrheit zu sehen? Vergib mir bitte. Solches würde ich niemals wagen. Genug der Zeitverschwendung. Du und der Pastor haben für heute genug gesagt. Ich bin nicht fertig. Ich gab dir bereits genug Zeit. Zudem wird Mary in die Obhut von Reverend Carver gegeben. Und nun schweig. Ich glaube, das hätte man so oder so nicht abwenden können. Und? Was war los? War das kleine Teufelsgehör dran? Da war Abraham. Mein Double. Er hat ausgesagt, Mary sei unschuldig, dass sie hier das Opfer sei. Gut, und was jetzt? Vielleicht habe ich das Falsche getan. Wenigstens wissen wir, dass wir was ändern können. Das ist doch gut, oder? Ernsthaft? Die Vergangenheit ändern? Naja, die Vergangenheit kann man nicht ändern. Nein, man kann nicht ändern, was war. Niemand kann der Vergangenheit entkommen. Das ist unmöglich. Vielleicht ist man ja auch nur der Auslöser, indem man es ändern will. Das Biest hat's auf Taylor abgesehen. Wir müssen los. Jetzt! Oh, da leuchten viele Sachen. Ja. So.
In Gedanken an James Clark, 1929 bis 1972, schmerzlich vermisst von vielen Freunden und Kollegen. Untersuchen, ja, diesmal machen wir alles auf, nicht, dass wir vielleicht noch eine Knarre übersehen oder so. Leck mich am Arsch. Okay. Herrn Vincent Barnes, 15 Mayflower Avenue. Sehr geehrter Herr Barnes, betreff Abmahnung. Nach unserer Disziplinbesprechung schreibe ich Ihnen hinsichtlich Ihrer Anwesenheit und Ihres Verhaltens. Die Geschäftsleitung hat sich sehr bemüht, Ihren Schweigen, Umständen und Ihrer Verletzung entgegenzukommen und Ihre wiederholten Abwesenheit toleriert. Da die Warnung bezüglich Ihrer Anwesenheit, Ihren Verspätungen und der Arbeit unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stets ignoriert wurde, sehen wir uns gezwungen, eine formelle schriftliche Abmahnung auszustellen. Eine Wiederholung dieses Verhaltens oder ein anderes Fehlverhalten innerhalb der nächsten 12 Monate wird zu ihrer Entlassung führen. Sie müssen den Erhalt dieses Briefes bestätigen. Bitte unterzeichnen Sie ihn und bringen Sie ihn von 7 Tagen ins Büro des Vorarbeiters. Unleserlich. So, gibt's da noch was? Nee. Nee. Ach, da ist was. Ja, greif danach. Zieh. Komm mal her. Ja, das könnte sein. Sieh dir das an. Das ist unmöglich. Oh, okay. Ich weiß nicht wie oder warum, aber in dieser Stadt gibt's noch mehr Pendants von uns. Erst die aus dem 17. Jahrhundert und jetzt auch noch welche aus den 70ern. Was soll der ganze Scheiß? Ist diese Familie so gestorben wie die anderen Doubles? Ich mach mir mehr Sorgen um unseren Tod als um ihren. Ich verstehe nur nicht, wie das alles möglich ist. Was machst du da? Keiner wird uns glauben. Ich will einen Beweis dafür. Ja, das hätte ich, glaube ich, auch gemacht. Du bist der Professor. Also erklär mir dieses Bild. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer diese Leute sind oder warum sie uns ähneln. Vielleicht ist das alles nur ein übler Streich? Fotos kann man fälschen, aber Leute von damals und das, was uns jagt? Nein. Stimmt wohl. Außerdem wäre das sehr viel Aufwand für einen Streich.